Gebrannte Mandeln essen, gemütlich einen Glühwein trinken, Karussell fahren und die Seele baumeln lassen. Es gibt nicht vieles, was mehr auf die Weihnachtstage einstimmt als der Weihnachtsmarkt. MSV-Mittelfeldspieler Tim Albutat kommt aus Hessen. Seit 2014 steht er im Ruhrgebiet auf dem Fußballplatz. Für die Weihnachtstage fährt er aber zu seinen Eltern zurück ins heimische Wiesbaden. Grund genug, vorher noch auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt einen Kinderpunsch mit ihm zu genießen und dem 23-Jährigen dabei ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. So, bevor wir über deine Fußballerkarriere sprechen, springen wir noch mal einen Schritt zurück. Du hast als Küchenhilfe gearbeitet. Was hast du gemacht? Richtig Teller gespült oder durftest du auch kochen? Also am Anfang erstmal Teller gespült, als sie dann gemerkt haben, so, dass ich ja, ein bisschen was anderes noch kann. Dann haben sie mich halt noch mal ein paar Salate machen lassen oder ein Dessert oder so. Aber jetzt so richtig am Herd durfte ich nichts machen. Da waren dann schon die Profis unterwegs. Das heißt, du kannst tatsächlich richtig gut kochen? Also ich kann auf jeden Fall einige Gerichte ganz gut, aber jetzt so übermäßig gut kochen auch nicht, aber ich glaube, für einen Mann ist es auf jeden Fall nicht schlecht. Kochst du dann auch an Weihnachten oder wie sieht das Weihnachtsfest bei euch aus? Weihnachten sind wir erstmal bei der Familie von meiner Freundin. Und ja, da kocht natürlich dann die Mutter. Und dann am ersten Weihnachtsfeiertag kocht immer mein Onkel. Weihnachten ist ein richtiges Familienfest auch für dich? Ja, ich meine, ich bin mit 15 auch von zu Hause weg und da war es immer schwierig, Zeit zu finden, auch nach Hause zu fahren. Und Weihnachten war halt immer so, dass halt jeder Zeit hatte und jeder sich dann eben zusammengefunden hat. War es denn schwer für dich, so jung schon von zu Hause wegzugehen? Nee, mir ist eigentlich relativ leicht gefallen, weil ja, ich hatte eben halt den Traum, Fußballer zu werden. Und das war eben der Schritt, den man dann heutzutage auch fast schon gehen muss als junger Spieler. Dann eben auf ein Internat in ein Nachwuchsleistungszentrum zu gehen. Und es hat auf jeden Fall viel Freude gemacht und zwar für mich als Einzelkind war es super, dann im Internat 15 Jungs zu haben, mit denen man halt was machen konnte. Und deswegen war es sehr einfach für mich. Ich habe heute ein Videointerview mit dir gesehen, da warst du 17. Da hast du gesagt, dein absoluter Traum ist, Profifußballer zu werden. Das hast du geschafft. Ist es immer noch dein absoluter Traumberuf? Ja, auf alle Fälle ist es ein Traumberuf. Wir können tagtäglich Fußball spielen. Und es macht einfach Spaß, sein Hobby dann zum Beruf gemacht zu haben und einfach auch sein Ziel erreicht zu haben. Aber natürlich hat man dann persönlich dann immer noch mal Ziele, die man dann noch mal steckt, um dann noch mal vielleicht auch noch höhere Ziele zu erreichen. Was ist dein Ziel aktuell noch? Ja, erstmal dieses Jahr natürlich der Nichtabstieg ist prinzipiell diese Saison auf jeden Fall ganz oben. Natürlich auch so viele Spiele wie möglich zu machen, der Mannschaft zu helfen. Und dann natürlich habe ich schon mal ein paar Bundesligaspiele machen dürfen. Und ja, da will ich natürlich auch gerne wieder hin. Ich würde sagen, wir fahren gleich noch eine Runde Riesenrad, aber erstmal laufen wir noch eine Runde beim Weihnachtsmarkt. Ja, sehr gerne. Vorher müssen aber natürlich noch die Fans glücklich gemacht werden. Also noch schnell ein Foto geschossen und dann auf in Richtung Riesenrad. Zum Saisonbeginn 2014-2015 kam Tim als Ausleihe vom SC Freiburg zum MSV. Bestritt er dort die Spiele für die viertklassige Reserve des damaligen Bundesligisten, schaffte er hier in der ersten Elf mit der Mannschaft den Aufstieg in die zweite Liga. An einen Aufstieg der Zebras in Liga 1 glaubt wohl niemand mehr nach dem schwachen Hinrundenstart. Dafür steigen wir jetzt mit dem Riesenrad auf in luftige Höhe. Ja, Interview in 38 Metern Höhe. Ich habe ziemliche Höhenangst, du nicht, du sitzt hier so ganz locker. Ist auf jeden Fall schön, ist mal was anderes. Ich bin noch nie Riesenrad gefahren auf dem Duisburger Weihnachtsmarkt und ja, schön. Bist du denn sonst auch so ein Adrenalin-Junkie? Ja, also ich gehe schon gerne, ich war gerne im Europapark, in Rust waren wir oft mit Freiburger Spielern und das war schon cool. Was machst du sonst so, wenn du nicht gerade deiner Adrenalin-Sucht frönst? Ja, wir haben jetzt seit ungefähr anderthalb Monaten den Hund von meiner Freundin, der normalerweise bei den Eltern ist, den haben wir mal zu Besuch genommen, weil die Eltern ein bisschen im Urlaub waren und dann oft während zwischen den Trainingseinheiten spazieren gehen an der Regattabahn hinterm Stadion und das ist eigentlich ganz schön. Und ja, sonst
eigentlich nicht mehr so viel, ja. Du hast mir gerade erzählt, ein paar Freunde kennst du tatsächlich noch zu Hause, die noch zu Hause bei deinen Eltern in der Nähe wohnen. Funktioniert es denn, wenn man so weit weg ist von zu Hause, hier überhaupt dann neue Freundschaften so aufzubauen? Ja, es ist immer schwierig, wenn man in eine neue Stadt kommt. Ja, man hat dann meistens eben nur seine Mannschaft und ja, dann auch eben die Freundin von denen und halt eben meine Freundin. Dann ist es immer schwierig, für neue Leute kennenzulernen. Aber ich habe jetzt, sage ich mal, so 2-3 Leute kennengelernt, auch in Duisburg, mit denen ich mich sehr gut verstehe, die jetzt auch im Fußball zwar was zu tun haben, aber ja, trotzdem auch so ein bisschen außerhalb vom Fußball sind. Was treibt ihr dann so in eurer Freizeit? Ja, wir gehen dann, versuchen halt ab und zu mal was essen zu gehen, ja, uns einfach mal zu unterhalten. Dann auch mal auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht und ja, genau so Sachen eben. Beim neuen FIFA-Spiel gibt es den MSV als Mannschaft. Bist du so ein Zocker und hast du schon mal mit dir selbst gespielt? Also ich spiele PlayStation, aber FIFA eher weniger. Da kommen noch ein paar andere Spiele, die da sind, ja. Also noch nicht mit deiner eigenen Figur gespielt? Doch, das schon. Nach dem Sommer haben wir gegrillt bei einem aus der Mannschaft und dann haben wir mal die PlayStation angemacht und haben dann mit 4-5 Leuten dann auch uns selber gespielt und das war schon ganz witzig, ja. Ja. Anscheinend müssen wir noch ein bisschen fahren. Irgendwann durften wir dann auch aus der Gondel aussteigen und wieder sicheren Boden unter den Füßen spüren. Riesenradfahren, Punsch trinken, fehlen zur perfekten Vorweihnachtsstimmung nur noch 3 Punkte der Zebras aus dem nächsten Heimspiel gegen den VfL Bochum.